Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Videos über Schwingungsdifferentialgleichung. Was wir bisher schon gemacht hatten, ist uns hier so ein Fantasiesystem auszudenken. Dann hatten wir ein Massenträgheitsmoment für dieses System bestimmt und dieses System mal um seinen Schwerpunkt drehen lassen und waren zu dieser schönen Differentialgleichung gekommen. Und was wir jetzt mal als nächstes machen wollen, ist M so bestimmen, dass die Eigenfrequenz des Systems genau 1 pro Sekunde wird. Was müssen wir dafür machen? Eigentlich gar nicht so furchtbar viel. Wir nehmen mal diese Differentialgleichung und setzen da das ein, was wir fürs Massenträgheitsmoment schon rausgefunden hatten. 3m mal r Quadrat. Und den ganzen Rest füllen wir einfach nur so auf, wie er da steht. Also phi Punkt Punkt ist gleich minus d, wenn man das multipliziert, mal r Quadrat phi Punkt minus c mal phi. Das bringen wir alles auf eine Seite und bringen das in die Darstellung, die wir sonst so kennen. Das heißt also, alles gleich 0 setzen und das Phi Punkt Punkt wird normiert. Und wenn man das macht, dann steht da folgendes: Phi Punkt Punkt plus, jetzt steht der dann hier, dr Quadrat positiv, weil wir es alles auf die andere Seite bringen, geteilt durch 3 mal, ich sehe gerade, das Quadrat ist hier an der falschen Stelle, es ist ja 3 mal m mal r Quadrat. Also hier durch 3 mal m mal r Quadrat. Wir sehen also, der Radius kürzt sich hier raus. Mal phi Punkt plus c durch 3 m r Quadrat mal phi ist gleich 0. So, mit dieser Form können wir jetzt was anfangen, weil wir wollen ja die Eigenfrequenz über die Masse so definieren, dass sie genau 1 wird. Was machen wir dann? Wir wissen, wenn wir diese Darstellung hier haben, ist das, was vor dem Phi steht, das gleiche wie die quadrierte Eigenfrequenz. Also können wir schreiben, Omega 0 Quadrat ist das gleiche wie c durch 3m mal r Quadrat. Das heißt, wir können auch schreiben, weil wir ja eine Eigenfrequenz von 1 haben wollen. 1 zum Quadrat bleibt 1. 1 ist gleich c durch 3m mal r Quadrat. Jetzt wollen wir die Masse ja genau passend einstellen. Das bedeutet, wir müssen einfach nur noch mit m multiplizieren und dann bleibt da übrig 1 Drittel c durch r Quadrat. Und wir sind schon fertig. Das war ja schon mal nicht ganz so schwierig. Jetzt kommt das, warum wir die dimensionslose Form nochmal brauchen. Und zwar sollen wir als nächstes d, also die Dämpfungskonstante des Dämpfers, so wählen, dass wir den aperiodischen Grenzfall bekommen. Das aperiodischer Grenzfall. Was bedeutet das nochmal? Kappa ist 1, das heißt, wenn wir uns vorstellen, wir haben so eine Auslenkung unseres Systems als Funktion der Zeit oder der Eigenzeit, dann ist der aperiodische Grenzfall bei einer Stoßanregung so, dass das System genau ohne eine einzige Schwingung, also ohne so einen Durchgang durch diese Achse hier, wieder in die Ruhelage zurückkehrt. Was müssen wir machen, um das zu erreichen? Dafür müssen wir erstmal die Differentialgleichung in die dimensionslose Form überführen. Wenn wir jetzt mal gucken, dann hatten wir ja schon diese ganze Geschichte hier. Das heißt, ich nehme einfach nochmal diese Differentialgleichung und hier weiß ich ja schon, das ist Omega 0 Quadrat. So, dann schreiben wir das mal alles auf. Also Phi Punkt Punkt plus, wenn ich die Radien rauskürze, bleibt hier noch stehen, d durch 3m mal Phi Punkt plus Omega 0 Quadrat mal Phi ist gleich 0. Das ist jetzt aber noch nicht die dimensionslose Form. Wie funktionierte das nochmal? Es gibt so eine Umrechnungsformel, damit hier die Abhängigkeit von der Zeit in den Ableitungen verschwindet. Und die geht so: Ableitung nach der Zeit ist das gleiche wie Eigenfrequenz mal so einem dimensionslosen Phi-Strich. Und das kann man für die Beschleunigung genauso machen. Dann muss man nur die Eigenfrequenz quadrieren und Phi-Strich-Strich schreiben. Wenn wir dann diese Umrechnung hier mal auf unsere Differentialgleichung loslassen, dann steht da Phi Strich Strich mal Omega 0 Quadrat plus d durch 3m bleibt stehen. Das brauchen wir auch gleich zum Arbeiten. Phi Strich wird Omega 0 mal Phi Strich. Und das hier bleibt unverändert, weil es ja auch nicht
zeitabhängig ist. So, das ist die dimensionslose Form, allerdings noch nicht in der Darstellung, die wir brauchen, denn wir müssen wieder hier die Geschichte am Anfang, die Beschleunigung hier normieren, das bedeutet durch Omega 0 Quadrat teilen und dann steht da noch Phi Strich Strich plus, hier kürze sich dann einmal raus, also D durch 3m Omega 0 Phi Strich plus Phi ist gleich 0. So, jetzt wollen wir den aperiodischen Grenzfall haben, also Kappa ist genau 1. Dieser Term hier, hatten wir gelernt, ist in der dimensionslosen Darstellung genau 2 mal Kappa. Also können wir ja folgende Gleichung aufmachen. 2 mal Kappa ist gleich D durch 3 mal M mal Omega 0. Jetzt wissen wir was, wir haben den aperiodischen Grenzfall als Vorgabe, also können wir Kappa gleich einsetzen. Und wir hatten die Eigenfrequenz schon auf 1 pro Sekunde festgelegt. Das heißt, diese Gleichung vereinfacht sich zu 2 mal D durch 3 mal M. Ja, damit sind wir schon fast am Ziel. Die Masse hatten wir ja auch schon in Abhängigkeit der beiden anderen Variablen aufgestellt. Also können wir hier schreiben 1 Drittel C durch R Quadrat. Also d durch 3 mal 1 Drittel c durch r Quadrat. Da sehen wir schon was, nämlich dass sich das hier ausmultipliziert. Und wenn wir dann den r Quadrat mal in Zähler nehmen, steht da d mal r Quadrat durch c. So, was sollten wir jetzt machen? Wir wollten ja eigentlich die Dämpfungskonstante so wählen, dass wir genau den aperiodischen Grenzfall haben. Also es geht quasi darum, wie man den Dämpfer einstellen soll. Und dafür müssen wir jetzt ja im letzten Schritt das mal so umbauen, dass da steht, D ist gleich. Das schaffen wir auch noch so gerade eben. Wir müssen ja dann mit C multiplizieren und durch R Quadrat teilen. Also 2 mal C durch R Quadrat. So sehe das Ganze dann aus. Und damit sind wir dann am Ende dieses schönen Beispiels. Ich fasse nochmal alles zusammen, was wir jetzt so gemacht haben. Also, wir können Schwingungsdifferentialgleichungen für mechanische Systeme aufstellen. Das hier ist eine Rotation, wir können es auch für Translation. Was ist der erste Schritt? Bei zusammengesetzten Systemen braucht man Massenträgheitsmoment als Summe der Einzelmassenträgheitsmomente und der Steiner-Anteile. Da kann man die Schwingungsdifferentialgleichung aufstellen. In diesem Fall eine Momentenbilanz. Massenträgheitsmoment mal Winkelbeschleunigung ist Summe aller wirkenden Momente. Das haben wir getan. Und dann kam man hier zu diesem schönen Ergebnis in Rot. Dann haben wir als nächstes die Masse des Systems so bestimmt, dass wir genau eine Eigenfrequenz von 1 pro Sekunde bekommen. Was war da der Trick? Alles einsetzen, ein bisschen rauskürzen. Und dann wissen wir, dass genau der Term, der hier vor dem Phi, also vor dem Weg steht, die quadrierte Eigenfrequenz ist. Und dann konnte man das über die Bedingung Omega 0 ist 1 entsprechend ausrechnen. Im letzten Schritt sollten wir dann die Dämpfung so bestimmen, dass der aperiodische Grenzfall als Sprungantwort auftritt. Das sieht dann als Graph qualitativ ungefähr so aus. Dafür muss man das Ganze mit diesen beiden Umrechnungsformen in die dimensionslose Darstellung überführen und die zweite Ableitung wieder normieren. Dann weiß man, das, was hier vor der ersten Ableitung steht, ist 2 mal Kappa. Und wenn man das als Bedingung nutzt, um dann zu sagen, wir wollen genau den aperiodischen Grenzfall, also Kappa gleich 1, kamen wir zu einem Ergebnis für den Dämpfer. Das heißt, wir müssen nur noch eine Federkonstante vorgeben und die Geometrie. Und dann kriegen wir das entsprechende Schwingungsverhalten und freuen uns. Und damit sind wir an dieser Stelle dann auch fertig.